Hier ist Radio B2, hier ist Deutschland Schlagerradio. Herzlich willkommen beim Start in die Woche heute am Mima Montag, wie ich immer wieder gerne sage. Max Weidner, hallo. Hi Micha, schön, dass ich hier sein darf wieder mal. Ja, nicht zum ersten Mal, sondern mit deiner Debütsingle quasi unter diesem neuen Namen kamst du zu uns und plötzlich lief das Ding in ganz Deutschland ganz erfolgreich. Glücklich? Ja, mega. Man rechnet ja nicht damit. Der neue Einstieg jetzt wieder buchstabieren, die lief mega. Wir waren in einigen Radio-Hit-Paraden am Start, oft auch auf der 1, worüber ich mich natürlich riesig gefreut habe. Ja, jetzt, wir wollen es für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal mit dir konfrontiert werden, nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Du hast ja schon ein musikalisches Leben hinter dir als Max Janda. Genau. Hast dann gesagt, okay, den Namen, den ändere ich jetzt, weil so ein Image, das hängt dann ewig an. Genau. Und du willst richtige poppige Schlager machen, was ich gut finde. Und hast deinen Heimatort genommen, um ihn im Künstlernamen zu verwenden. Jawohl, ich komme aus einer Weiden in der Oberpfalz und viele, habe ich ja schon mal erzählt, haben mich in der Akademie dann immer Weidner genannt. Und dann dachte ich mir, okay, das packe ich in die Mucke mit rein. Ich finde es cool. Genau, also der Name ist sehr gut, finde ich auch. Max Weidner. Jetzt bist du aber schon fast Wahlberliner, könnte man sagen. Ja, ich bin ja immer so am Pendeln. Ich bin ja in Kreuzberg im Tonstudio im Haus 2000 fleißig unterwegs. Und ja, ganz von Berlin will ich natürlich nicht herkommen. Ja? Also ich muss sagen, Berlin ist toll, Berlin ist cool, bringt tolle Einflüsse mit rein, gerade in die Musik, finde ich. Aber ich bin ein Oberpfälzer und daheim ist daheim und da ist mir Pendeln lieber. Also fest, glaube ich, wird's nix. Okay. Daheim ist daheim, klingt mir zu sehr nach Volksmusik. Wir hören jetzt deine Debütsingle aus dem neuen Haus. Wie heißt der? Haus 2000. Haus 2000. Genau, richtig. Genau. Tolle Jungs, die du da an deiner Seite hast. Und ich denke, da kommt viel auf uns zu. Es gibt auch hier was ganz, ganz Neues. Wir reden weiter heute. Bleiben Sie bei uns. So klingt er, so singt er. Der Max Weidner. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Max Weidner, da ist er. So, jetzt ist die Erinnerung wieder da bei vielen. Jetzt wollen wir mal darüber reden, dass du, ja, auch das hast du schon mal erzählt, da viele sind jetzt neu dazugekommen, werden das erste Mal mit dir konfrontiert, dass du ja aus einer sehr musikalischen Familie stammst. Ja, stimmt. Das ging ja schon relativ früh los. Durch meinen Opa, der seit vielen Jahren Musik macht und als kleiner Bub saß ich mit dem schon im Proberaum und hab da auf so einem Akkordeon, auf so einer Quetschen rumgeklimpert. Yeah. Ich habe das Teil nie beherrscht, das war immer nur Deko, mein Opa natürlich schon. Dann haben sie gemerkt, okay, irgendwie nervt das, der klimpert da rum, der kommt irgendwie nichts raus. Das Teil nehmen wir jetzt mal ab und auf einmal habe ich losgelegt zu singen. Dann haben sie gesagt, okay, der trifft ja die Töne, so einigermaßen. Vielleicht wird das mal ein Sänger. Und ja, das hat mich schon immer begeistert, die Singerei. Und dann ging es in die Richtung Gesangsunterricht, Akademie für Musik und Medien und jetzt bin ich eben musikalisch volle Kanne unterwegs. Die Family steht voll hinter dir, ne? Ja, also, total. Also ich erinnere mich selber, das ist aber schon viele, über 10 Jahre her, da warst du wirklich noch ein Kind, dass der Opa sich gemeldet hat, gesagt hat, Mensch, mein Enkel, der ist so talentiert. Ja klar, aber ich habe ihn angestiftet. Ich habe immer gesagt, hey, ruf doch du mal bitte rum. Das kam ja nie von der Family irgendwie. Ach so. Als Zwerg wollte ich dann nicht unbedingt telefonieren. Ich habe dann Ecki hin und wieder mal geschrieben, hier dann per Facebook, habe Gott und die Welt genervt. Ja, was heißt genervt? Also, Klappern gehört zum Handwerk, sagt man ja nicht umsonst. Man muss immer am Ball bleiben. Wie gehen die jetzt damit um, dass du doch immer mehr über diesen Tellerrand hinweg guckst? Die freuen sich natürlich mega. Also die haben das natürlich mitbekommen, als es so ein bisschen stagnierte mit dem damaligen Projekt. Und da war ich natürlich nicht so happy. Man will ja irgendwie vorankommen, Fortschritte machen. Und jetzt ist es eben so und da sind natürlich alle total froh drüber. So, es gibt einen ganz neuen Song, den stellen wir vor. Da ist es bald soweit, bleiben Sie bei uns. Wir werden auch schon über Weihnachten ein bisschen reden, denn da ist viel in der Pipeline. Also, Max Weidner bleibt hier. Das ist der junge Mann mit den tollen Tattoos. Darüber reden wir auch gleich. Und dieser unheimlich schicken Designerbrille. Oh, bin ich neidisch. Bleiben Sie bei uns. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Max Weidner ist hier bei uns. Wir können jetzt reden und wir wollen ja auch was ganz, ganz Neues hören. Erstmal würde ich gerne von dir wissen, es ist immer doof, ne? Wenn jemand kommt mit einer neuen Single und der Redakteur fragt, was planst du Neues? Ja. Natürlich, aber man plant ja, der Kopf arbeitet ja voraus. Das heißt, wann kommt ein Album, wann wird das soweit sein? Ja, wir sind natürlich immer noch fleißig am Schreiben. Wir haben verdammt viele Titel mittlerweile, aber man will es natürlich immer wieder toppen, ja? Das ist so das Ding. Schmeißt du auch weg?
Bisher noch nicht. Man hängt ja eigentlich an jedem Song irgendwie. Man ist dann am Ende natürlich am Sortieren und guckt, was ist denn jetzt 100% meins? Also ich schreibe ja meistens an allen Songs mit. Ja. Das ist schon mal der Vorteil. Dann kann ich da schon mal in der Session sagen, hey, bin das ich oder bin das ich eben nicht. Ne? Aber das Album ist auf jeden Fall Mitte des nächsten Jahres geplant. Wegschmeißen ist ja so eine Kunst, muss man einfach sagen. Oder auch verändern. Genau. Oder sagen, nee, hier habe ich mich. Wenn ihr da zusammenarbeitet, das hat man ja heute oft. Früher hieß es immer, da kam ein Komponist, der stand da, manchmal noch als Texter dazu. Genau. Heute arbeitet man im Team. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ganz demokratisch oder fliegt auch manchmal der Bär? Nee, überhaupt nicht. Also wir sind eine total verrückte Truppe. Also alle ziemlich bekloppt und schlagerverrückt. Und wir lassen das ganz locker angehen, also sehr mit guter Laune und haben da unsere Gaudi dabei. Ich glaube, das ist so die Grundbasis für das, ja. Also sonst könnte ich das auch gar nicht machen. Okay. Aber wir sind uns da eigentlich meistens sehr, sehr einig, ja. Das und ist was Weihnachtliches wird auch kommen. Ja, Weihnachten. Ich liebe ja Weihnachten eh. Aber steht schon vor der Tür sozusagen. Steht schon, zumindest im Laden, überall schon die Nikoläuse. Ja, man muss mal aufpassen, ne? Wenn es bei Aldi die Lebkuchen gibt, dann ist meist zu spät. Bin ich jetzt schon voll dabei. Sag mir mal, wann wird da was kommen? Was wird da kommen? Der Song, der heißt Wunschzettel, ja, das finde ich mega toll, weil ich bin so ein Typ, der eigentlich sagt, klar, man freut sich immer über Geschenke, das ist toll, aber es gibt ja auch viel wichtigere Dinge als nur immer diese Geschenke oder diese materiellen Werte. Und da gibt es eine Zeile, die heißt, mein Wunschzettel bist du, ja, auf dem stehst du, ja, wo es dann um eine Person geht, die man sich wirklich am Heiligen Abend oder zu Weihnachten ins Wohnzimmer wünscht, ja. So. Ne? Genau. Das klingt sehr romantisch. Also gleich stellen wir den neuen Titel vor. Jetzt wissen wir, Weihnachten kommt auch was auf uns zu. Und wie ich ihn kenne, wird er garantiert vorbeikommen und den höchstpersönlich von uns vorstellen. So, also bleiben Sie unbedingt bei uns. Ich drücke sehr die Daumen für Max Weidner. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Jetzt reden wir noch eine Runde, dann der neue Titel. Ja. Jetzt wollen wir erstmal, also du hast es ja angerissen, Wunschzettel kommt. Man wünscht sich den Menschen, der quasi an der Seite. Gibt es den bei dir schon? Nee. Single, ja? Ja, Single. So, ja. Ne? Also schreiben Sie ihn an, meine Damen oder wer auch immer, wie Sie wollen. Du bist sehr, sehr stylisch. Ich habe schon das letzte Mal deine Tattoos, heute hast du eine Jacke an, aber deine Tattoos bewundert. Ja. Sehr, sehr schick gekleidet immer. Jetzt hast du, wen hast du auf der Brust? Wer ist das? Ich weiß es gar nicht. Achso, aber er sieht dir ein bisschen ähnlich aus mit der Meinst Brille. Du? Okay. Ja, das ist eine ganz stylische Brille. Okay. Ja. Die kostet ein halbes Vermögen. Nee, die war voll das Schnäppchen. Ernsthaft? Echt? Ja, total. Okay. Ich bin immer so am Radio, mal die Linsen, mal die Brille und finde ich ganz lässig. Optisch ist es wichtig, ne, in der heutigen Zeit. Ja, ich glaube, in dieser Szene ist es insgesamt wichtig, dass man so ein bisschen eitel ist. Das bin ich ja manchmal auch, das muss ich ja gestehen. Und ich glaube, jeder möchte irgendwie gut aussehen, sich gut kleiden. Das schadet ja nie. Ja, jetzt war am vergangene Woche, am Mittwoch, war Michael Holm bei mir zu Gast und der sagte, Mensch, früher ist ja München auch Landsmann quasi von dir, früher war das halt so, dass der Song war wichtig. Der Song, der Sänger, das musste stimmen. Genau. Heute ist es die Inszenierung ringsherum. Das fängt bei Social Media an, das geht über die Bühnenshow, da muss Feuer dabei sein, am besten muss man reinschweben am Drahtseil. Gut, kann nicht jeder. Aber so, es ist tatsächlich so verrückt. Wie planst du das jetzt anzugehen, wenn das Album kommt? Welche Explosion wird da von dir kommen? Ja, ich bin selbst gespannt, was das für eine Explosion wird, aber ich glaube nicht, dass ich eine männliche Helene werde, die da irgendwo rumschwebt und so ein Quatsch. Ich bin wirklich ein Typ, der den Fokus auf die Musik legt. Ich brauche da nicht viel Quatsch im Background. Also ich finde, für mich ist es unnötig, ich brauche das nicht. Okay. Lieber den Fokus auf die Mucke legen, tolle Liveband, tolle musikalische Qualität, das finde ich sehr wichtig. Super. Also, wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt der neue Song, der heißt? Komm, Baby. Ja. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Toi, toi, toi. Und Song hören wir jetzt. Bitteschön.